Ich werde meine Jacke nähen müssen. Der Stacheldraht des Zaunes hat sich im Allwetterstoff verewigt und ein Loch gerissen. Im Briefkasten finde ich Rechnungen, das lächelnde Konterfei des neuen Bezirksvorstehers, jede Menge bunte Wurfsendungen mit chinesischen Billigprodukten und anderes unnötiges Zeug. Ein Brief erregt meine Aufmerksamkeit. Der Kunden Nummer 18539, geboren am, wird pünktlich im Voraus herzlichst zum Geburtstag gratuliert mit der laut Kundendatenbank richtigen Information: Sie haben Geburtstag, wir gratulieren. Der Absender ist Schuster. Ich lache über die persönliche Gratulation der Kundennummer. Der grafische Fußtritt auf dem Briefpapier ist der entscheidende Wink, sich den nächsten Schuh lieber online mittels 3D-Druck erstellen zu lassen, als einen Schuster aufzusuchen. Während ich das unfreiwillig komische Dokument in einem für Stilblüten vorgesehenen Ordner archiviere, höre ich die Stimme im Raum. Das ist es, das Lachen. Bemerkenswert, das Lachen kommt immer zu kurz. Ich hatte diese Stimme kurzzeitig vergessen und dankbar abgeschrieben. Jetzt erschrecke ich und drehe mich einmal um die eigene Achse. Es gibt im 360-Grad-Schwenk nichts Ungewohntes zu sehen. Die üblichen Stapel Zeitungen und Bücher unter einer zunehmenden Staubschicht. Ist dir schon aufgefallen, wie selten es geworden ist in dieser Zeit? Mein Lachen ist verstummt, der Computer aus, die Stimme präsent. Es wird im Keim erstickt, vom Alltag überrannt, vom Zwang, alles gleichzeitig zu erleben, überflutet. Es gerät in Vergessenheit, ganz allmählich und unauffällig. Es zerschellt zwischen Geltungsdrang, Prahlerei, dem Ziel, einander zu übervorteilen, sich im Social-Net sichtbar zu übertrumpfen. Dabei ist es das Elixier des Daseins. Was wäre das Glück ohne das Lachen? Wie könnten zwei Menschen miteinander auskommen, ohne zu lachen? Wie trist wäre der Alltag, ohne die Wende ins Lachhafte? Wie schnell erstickte ein Scherz, bliebe er unbeachtet? Wie leidvoll vertrocknete die Ironie, würde sie nicht mehr erkannt? Wie rasch verblasse ein Witz, stolperte keiner mehr darüber? Ich lausche der Stimme, als säße ich in einem gut besetzten Saal, auf einem der aufgereihten, unbequemen Konferenzstühle. Vorne am Pult lehnt der Vortragende und hält auffallend gleichförmig eine Rede. Ich bin Teil eines Publikums, vielleicht extra hierzu angereist, habe Eintritt bezahlt, einen Stuhl okkupiert, sitze neben anderen, die ein zur Verfügung gestelltes weißes Blatt Papier auf ihren Schoß gelegt haben, um darauf Notizen zu machen, von einem Wortschwall, dessen Zweck mir nicht bekannt ist. Der Klamauk kann einen Flächenbrand entzünden. Er ist hoch ansteckend und hat die Fähigkeit, auch die mit einzubeziehen, die sonst gar nichts für ihn übrig haben. Ist diese Umgebung ein kahler Tagungsraum bei künstlichem, flächendeckendem Tageslicht? Der Wartebereich eines städtischen Krankenhauses? Eine zurückgelassene Eislaufhalle ohne Eisfläche oder mein gewohntes Arbeitszimmer. Sitze ich überhaupt hier oder bin ich nur in Gedanken anwesend? Wie könnten Schmerz und Leid erduldet werden, würde der Galgenhumor nicht wenigstens eine Zuflucht bieten? Die Stimme des Vortragenden ist gleichförmig, unbetont und einschläfernd. Der kahle Raum, der blanke Boden werfen den Schall zurück. Ich habe das Gefühl, plötzlich ganz alleine in diesem x-beliebigen Tagungsraum zu sitzen. Nur der Redner, das Publikum, die hölzernen Stühle mit jeweils einem Blatt Papier auf der Sitzfläche und ich mit einer schreibgeschützten Speicherkarte im Kopf. Die Nachhallzeit ist ungewöhnlich lang. Dennoch verstehe ich jedes Wort sehr klar und deutlich. Hier ist rein gar nichts mehr, was den Schall absorbieren könnte, aber wieso überdeckt der starke Nachhall dann kein Wort des Redners? Nicht mal der Hintertreppenwitz
kann sein Dasein lang nur an der eigenen Kurbel drehen. Irgendwann hält er ein, pausiert, resigniert, wird vergessen. Beim nächsten Windstoß ist es vielleicht um ihn geschehen. Wo ist das schallabsorbierende Publikum hin? Ich habe niemanden gehen sehen. War ich zu vertieft im Gedankengang des Vortrages, während alle anderen schon laut debattierend den Raum verlassen haben? Hat der Redner seinen Vortrag geschlossen, das Publikum applaudiert und nur ich bin zurückgeblieben, um den Nachhall zu lauschen? Kann es einen derart langen Nachhall überhaupt geben? Der Hall verklingt allmählich im Raum. Absolute Stille, quälende Leere bleiben zurück. Erstarrt sitze ich auf meinem Schemel. Die Stille ist beklemmend. Schritte auf dem Linoleum im Vorraum müssten sich ausfindig machen. Wortfetzen, ein Schrei, Lachen, das obligatorische Handyklingeln, welches sonst aus jeder zweiten Hosentasche tönt. Ein Geräusch von klingenden Kleiderbügeln, wenn sie ihrer Last beraubt werden. Ein Lastwagen. Ein Auto fährt immer über den Asphalt. Flugzeuge durchqueren jede Ruhezone. Irgendein Vogel muss doch zwitschern. Ein Hund bellen, ein Blatt zu Boden fallen, der Wind pfeifen. Es könnte schneien oder regnen, sodass ich die Wassertropfen aufkommen hörte. Oder ein schnell zusammengeformter Schneeball würde an die Wand klatschen. Stattdessen scheint nur die Sonne herein. Geräuschlos. Nur der Tod offenbart die absolute, die letzte Ruhe. Der analoge Kippschalter in meinem Inneren. Verbaut in den frühen 70er Jahren. Wurde just von on auf off gestellt. Oder wurde just von on auf off gestellt. The end. Abspann. Ende. Aus. Vorbei. Zur Zeit meiner Geburt gab es noch keine Touchscreen, die mit einem geräuschfreien Wischen des Fingers alles ausblendet und schwarz zurücklässt. Den letzten Klick hätte ich daher doch eindeutig hören müssen. Der Gedanke rettet mich. Ich bin noch im Diesseits. Ein schriller, heller Ton reißt mich aus meiner Lethargie. Die Türklingel detoniert in die Stille. Der Postler mit laufendem Hilfsmotor, seinen strafenden Blick auf mich gerichtet, zappelt ungeduldig vor der Eingangstür. Mehrmals hat er drücken müssen, bis ich geruhe, die Türe zu öffnen. Der kartonierte Brief passt gerade nicht mehr in die Postbox, raubt dem Postbeamten aber unnötig viel Platz in seinem Korb und landet jetzt in meiner Hand. Ich grinse, eine Mimik, die ihn erst recht verärgert. Ich will ihm meine Freude über seine Hartnäckigkeit erklären, aber seine routinierte Hand am Gasgriff ist schneller, das Mofa mitsamt Fahrer schon beim Briefschlitz der Hoffner Hankes. Was hätte ich ihm auch erklären sollen? Ich schaue hinter dem gelben Fahrzeug her. Das Knattern seines Zweirades klingt wie ein belebender, rhythmischer Trommeleinsatz. Der Stille, dem klinischen Ambiente entkommen, stehe ich zufrieden in der Tür, inmitten der alltäglichen Geräuschkulisse. Hundegebell, Kinderlachen, Motorengeräusche, als Basis der Geräuschpegel der Stadt, der sich hier im Abseits fängt. Das geräuschvolle Treiben der Stadt ist nicht mehr in einzelnen Tönen wahrnehmbar, gewoben zu einem rauschenden Klangteppich, der je nach Witterung wellenartig in der Lautstärke rauf und runter schwappt und sich wie dichter Nebel ausbreitet.